So, ja, also, was fangen wir jetzt mit so einer Fichte an, wenn wir eine gefunden haben, was wie gesagt relativ einfach ist. Zunächst mal haben wir ja möglicherweise Hunger. Was man hingegen an der Fichte essen kann, sind tatsächlich die Samen. Also wenn ihr jetzt wisst, wie so ein Fichtenzapfen aussieht, es liegt hier jetzt gerade keiner rum, falsche Jahreszeit, tut mir leid, ich blende euch einen ein. Jedenfalls so ein Ding könnt ihr natürlich jetzt nicht einfach in einen Kochtopf werfen und aufkochen und dran rumknuspern. Das funktioniert nicht. Aber zwischen den einzelnen Samenschuppen in so einem Zapfen, also wenn man die auseinanderbiegt, das findet man ja auch bei den runtergefallenen Zapfen, sieht man ja diese Schuppen, die kann man ein bisschen abbiegen und fragt sich dann, sollte da jetzt nicht ein Samen zwischen den Schuppen sitzen? Ja, sollte. Das Doofe bei Fichtenzapfen ist nur, die fallen erst dann vom Baum, nachdem die Samen bereits rausgeflogen sind und vom Wind verbreitet wurden. So ein Fichtensamen ist sehr leicht und wird halt eben windverbreitet, kann ein Stückchen weit fliegen, jetzt nicht Kilometer, aber schon ein paar Meter weit weg vom Baum, und deshalb fällt er natürlich oben aus dem Zapfen raus, damit er halt eben einen höheren Weg hat, den er zurücklegen kann und weiter fliegen kann. Wenn er oben rausfällt, ist natürlich besser, als wenn er versucht, direkt am Boden aufgeweht zu werden und woanders hin zu fliegen. Jetzt tue ich gerade so, als ob der Samen einen eigenen freien Willen hätte. Das ist natürlich nicht der Fall. Wie dem auch sei, an Fichtensamen als Nahrungsquelle kommt man also nur dann ran, wenn man einen Baum, solange die Samen reif sind, aber noch nicht ausgeflogen sind, findet, der umgefallen ist in diesem Zustand. Das kommt immer mal wieder vor, weil Samenreife ist so im Spätsommer, August bis September allerspätestens. Da sind sie dann aber auch schon fleißig am Ausfliegen, also im Juni oder Juli, je nach Jahr. Kann es auch schon sein, dass reife Samen vorhanden sind, beziehungsweise fast reife Samen, die kann man auch im fast reifen Zustand schon mampfen. Ja, das Doofe ist halt eben nur, dass einem das wie gesagt nichts bringt, weil sie oben am Baum sind. Wenn aber jetzt in dieser Zeit ein Sturm kommt, was so jahreszeittechnisch für einen Sturm gar nicht so unrealistisch ist, und jetzt einen einzelnen Baum umschmeißt, dann halt kommt man natürlich an die Samen dran, weil sie noch in den Zapfen drin hängen und die Zapfen ja jetzt am Boden liegen. In einer Notfallsituation oder ähnlichem könnte man natürlich auch eine Fichte im Spätsommer fällen, um dann an die Samen ranzukommen. Wobei man im Spätsommer natürlich auch bessere Dinge im Wald zu essen findet als Fichtensamen. Aber es wäre eine Option. So Fichtensamen sind sehr klein und enthalten demzufolge auch nicht viel Nährstoffe. Das heißt, man müsste dann schon ziemlich viel Zeit damit verbringen, aus dem Fichtenzapfen die Fichtensamen herauszupulen und die dann halt auch zu mampfen, um auf seinen täglichen Kalorienbedarf von, ne, sagen wir jetzt mal einfach 2000 zu kommen, weil man bewegt sich ja auch noch ein bisschen und hockt nicht nur im Bunker. Die Prepper rechnen hier teilweise mit weniger. Die Fichte ist also zusammenfassend ein schlechter bis, gar kein Nahrungsbaum, also zumindest nicht für Trainingszwecke, weil man eben die umgefallene Fichte mit gerade reifen Samen nur unwahrscheinlich findet. Und sich eine fällen zu dem Zweck darf man natürlich nicht. Das ist wirklich nur was für irgendeine Not-Not-Not-Situation. Daher, für so Trainingszwecke, wird man wahrscheinlich jetzt nicht auf die Fichte als Nahrungslieferant zurückgreifen. Aber wenn man jetzt so Bushcrafter-mäßig unterwegs ist und weniger Survival-mäßig, dann ist die Fichte natürlich ein toller Lieferant von den jungen Fichtennadeln, die man hervorragend als Fichtennadeltee verwenden kann. Es geht auch mit älteren. Das würde ich sagen, ist persönliche Vorliebe. Die älteren schmecken ein bisschen intensiver, sind harziger und, ja, meiner Meinung nach ein bisschen bitterer im Geschmack, während die Jungen relativ mild sind. Also wenn ich mir einen Fichtennadeltee mache und es sind gerade junge Nadeln verfügbar, dann nehme ich viele junge Nadeln viel lieber für einen meiner Meinung nach milderen und doch aromatischen Tee. Der aus den alten Nadeln ist mir einfach ein bisschen zu stark und dann zu aromatisch. Das mag ich dann irgendwie nicht mehr. Wobei man natürlich auch von der Menge her das Ganze einfach variieren kann. Entweder nimmt man wenig alte Nadeln oder viel junge Nadeln und kriegt dann auch wieder einen intensiven oder weniger intensiven Tee hin. Da könnt ihr einfach mal rumprobieren, wenn ihr euch noch keinen Fichtentee gemacht habt, wie euch das am besten schmeckt. Noch besser ist der Douglasientee, dazu kommen wir dann natürlich bei der Douglasie. Aber meine Meinung, Geschmack, da lässt sich natürlich drüber streiten. Das kann man draus machen. Des Weiteren Fichtenschnaps kann man auch hervorragend herstellen. Dazu nimmt man etwa einen Schnaps, der schon ein Schnaps ist, also irgendeinen beliebigen Schnaps. Da kann man auch variieren, experimentieren, was man da nimmt. Theoretisch geht auch einfach ein Wodka oder irgend sowas, was vom Eigengeschmack her relativ neutral ist, möchte ich meinen.
Kann man sich jetzt auch wieder streiten, inwiefern ein Wodka neutral ist. Gerne wird auch Gin genommen oder irgendein Obst, Schnaps. Und da rein kann man jetzt entweder junge Fichten zapfen, die noch richtig schön harzig sind, eine ganze Weile drin einlegen. Muss man auch mal zwischendurch einfach probieren, wie es dann schmeckt. Ich will da jetzt gar nicht sagen, das muss jetzt so und so lange. Irgendwer hat mal 8 Wochen vorgeschlagen. Wie gesagt, probiert es einfach mal aus, haut die Teile da rein, lasst sie mal 4 Wochen drin, probiert dann mal, ob es euch schon schmeckt oder fichtig genug schmeckt. Und wenn nicht, lasst es einfach noch ein bisschen länger drin. Und dann müsste das irgendwann mal einen nach Fichte schmeckenden, sehr aromatischen Schnaps geben. Ist relativ einfach, die Geschichte. Das Harz in der Fichte gärt dann im Alkohol noch so ein kleines bisschen mit und die ganzen Inhaltsstoffe aus den Fichtennadeln, beziehungsweise, das ist eben die Alternative, man Fichtennadeln statt einen jungen Fichtenzapfen für seinen Schnaps. Ja, kann man alles machen. Ich persönlich stehe da nicht so drauf, aber wie gesagt, ich würde dir nur mal ausführen, was man mit der Fichte alles anfangen kann. Und was man noch mit den Nadeln machen kann, beziehungsweise weniger gut mit den Samen, ist die Nadeln auskochen und einen dicken Brei aus den Nadeln Inhaltsstoffen herstellen. Also wirklich viele Nadeln in heißes Wasser auskochen, das ganze Wasser verdampfen lassen, dass die sämtlichen Inhaltsstoffe aus den Nadeln halt dann eben in diesem, ja, sirupartigen Brei dann letztendlich übrig bleiben. Das muss man auch vielleicht unter Umständen mehrmals machen, wieder mit neuem Wasser und neuen Nadeln aufgießen. Irgendwann enthält man so ein, ja, dickere Brühe, die sehr, sehr, sehr intensiv nach Fichte schmeckt. Und diese Brühe kann man dann wieder mit quasi Zuckerwasser aufkochen und sich daraus wirklich einen Sirup kochen, den man dann als Brotaufstrich benutzen kann. Also so eine Art Honigersatz mit Fichtengeschmack. Wie das jetzt genau funktioniert, da braucht ihr mich nicht fragen. Ich weiß nur, dass das theoretisch geht und ich finde das Zeug auch wiederum nicht sehr lecker, weil das im Prinzip 90% Zucker, 10% anderes Zeug ist und halt nur so per Zufall in Anführungszeichen ein bisschen nach Fichte schmeckt. Tut mir leid, wenn ich da nicht begeistert sein kann. Es geht. Ich finde die Idee toll und ich finde es schön, wenn jemand das mag, aber ich persönlich... kann damit leider nichts anfangen. So, das sind so die Fichtenrezepte gewesen. Da mag es noch mehr geben, aber so in die Richtung geht's. Also man kann das übrigens auch mit jedem anderen Nadelbaum genau im gleichen Verfahren machen. Sich auch einen Tee draus kochen, auch so einen Sirup draus machen oder eben einen Alkohol, einen Schnaps. Das geht mit jedem Nadelmaterial. Natürlich sollte man keinen giftigen Baum nehmen, die Eibe natürlich. Aber ja, so ist das halt. Kommen wir zum Holz. Wozu können wir denn das Holz gebrauchen? Hier ist es. Es handelt sich anders als bei der Buche nicht um ein ganz so homogenes Holz. Ihr könnt es bei diesem jungen Zweigchen hier schon sehen, dass er dunklere Stellen, gerade innerhalb des gleichen Jahrrings, hat er mal einen dunkleren Jahrring, mal einen weniger dunklen Jahrring. Das ist jetzt hier natürlich nicht so schön zu sehen, wie wenn man jetzt einen Stamm angeschnitten hätte. Habe ich aber gerade keinen. Aber es gibt jedenfalls durch die dunklen und hellen Stellen, die standardmäßig in jeder Fichte vorhanden sind, ist es kein so homogenes Holz wie die Buche. Des Weiteren als ein Nadelholz enthält ist natürlich viel Harz. Das heißt, zum Schnitzen ist so ein halbwegs frischer Ast schon überhaupt nicht geeignet. Also es müsste schon was sein, was wirklich völlig durchgetrocknet ist, wo das Harz dann auch nicht mehr großartig vorhanden ist. Damit kann man dann auch schnitzen. Mit einem frischen Ast würde ich es sein lassen, weil dafür klebt einem das Messer, dafür kleben einem die Hände. Das macht keinen Spaß und man kriegt da nicht wirklich was Vernünftiges draus zustande. Aber wie gesagt, wenn es schon länger getrocknet ist, oder auch wirklich Holz direkt aus dem Stamm, der schon länger da liegt. All sowas ist theoretisch ein sehr gutes Schnitzholz, da es sich sehr leicht spalten lässt und auch einfach bearbeiten. Ja, also das Fichtenholz ist relativ leicht, aber trotzdem noch mittelmäßig stabil. Das heißt, es ist also ein sehr gutes Baumaterial, weil durch die Festigkeitseigenschaften bei super leichtem Gewicht ist es natürlich prima zu verarbeiten. Es ist auch recht weich, kann daher gut mit allen Maschinen, Sägen, Äxten oder natürlich auch einfach mit dem Taschenmesser gut bearbeitet werden und ist insgesamt so das Bauholz schlechthin durch diese Eigenschaften.
Es ist nicht das Allerstabilste, aber wenn man bedenkt, wie leicht es ist, ist die Stabilität eigentlich erstaunlich. Und wenn ihr euch irgendwas bauen wollt, das jetzt nicht direkten Kontakt mit dem Boden hat oder mit irgendwas, was feucht ist, seid ihr mit Fichtenholz auf jeden Fall gut dabei. Wenn ihr doch in Kombination irgendwie in Kontakt mit dem Boden oder einer sonstigen feuchten Milieu kommt, dann solltet ihr lieber kein Fichtenholz nehmen, weil eben dadurch, dass es leicht und relativ weich ist, ist es auch relativ gut abbaubar durch Pilze oder ähnliches. Es enthält natürlich auch relativ viel Feuchtigkeit. Ein Pilz fühlt sich sehr wohl in Fichtenholz und auch viele Käfer haben sich auf den Abbau bzw. auf das Wohnen in Käferholz in Fichtenholz natürlich spezialisiert und das ist relativ schnell weg. Also noch weniger haltbar als die Buche bei Kontakt mit Feuchtigkeit. Heißt, wenn ihr euch eure Blockhütte auf Fichtenholz, Pfosten stellt, hier in den Boden rammt, dann könnt ihr damit rechnen, dass ihr die relativ schnell austauschen müsst. So, dann die nächste Sache, wozu wir natürlich Holz gebrauchen können, ist Brennholz. Da würde ich Fichte jetzt so als das Universalbrennholz einordnen. Durch das leichte Holz, das eine relativ geringe Dichte hat, brennt es gut an. Es brennt aber auch relativ lange und schön gleichmäßig durch die doch noch vergleichsweise gute gleichmäßige Holzstruktur. Außerdem enthält es noch zusätzlich Harz, wie fast jeder Nadelbaum. Die Fichte hat Harz in relativ großen Mengen. Das verbessert natürlich auch nochmal zusätzlich die Brenneigenschaften. Und da hat mich gerade was ins Knie gestochen, aua. Ja, also auf jeden Fall ein sehr gutes Brennholz, nicht ganz so toll wie Buche geeignet, um damit dann letztendlich zu kochen und zu grillen. Für ein Wärmefeuer, mit dem man jetzt nicht explizit großartig kochen möchte, ist Fichte sicherlich ziemlich ideal. Dadurch, dass man dann wirklich universell einfach immer nur Fichte drauf zu schmeißen braucht und sich nicht groß drum kümmern muss, dass man jetzt andere Hölzer nachlegt. Man kann auch durchaus mal größere Stücke Fichte drauflegen, die dann auch relativ schnell anbrennen. Einerseits wieder eben durch das Harz, das die Verbrennung fördert und andererseits, weil so ein leichtes Holz einfach schneller anbrennt als ein schweres, massiveres Holz. Das dauert einfach auch länger. Und schnelles Brennen heißt auch heißes Brennen. Man kriegt damit also ein sehr schönes heißes Feuer zustande. Was man halt eben nicht bekommt, so gut wie beim Buchenholz, ist eine richtig schöne Glut, die sehr lange glüht. Und kann damit dann halt machen, wozu man gerade ein heißes Feuer braucht. Theoretisch kann man auch irgendwelche Dinge damit schmelzen, damit sonstigen Unsinn anstellen. Das überlasse ich eurer Fantasie, wofür ihr ein sehr heißes Feuer braucht. So, und eine letzte Sache gibt es noch, die die Fichte uns bietet, mit der wir viel anfangen können, nämlich Harz. Zunächst mal die einfachste Verwendung von Harz ist als Kaugummi. Wer das mag, ich habe es jetzt nicht bei Nahrung extra aufgeführt, weil es ist wirklich bloß Kaugummi. Wenn man drauf rumkauen möchte, kann man das tun. Wenn einem das schmeckt, dann ist das schön, aber es hilft einem jetzt nicht weiter in Sachen Nährstoffversorgung oder ähnliches. Aber erstmal, wie kommt man an Harz dran? Harz ist biologisch gesehen dafür gedacht, dass der Baum damit Wunden verschließt. Wenn man dem Baum also eine Wunde beibringt, nur natürlich in einer Notfallsituation, ihr dürft jetzt nicht rumrennen und irgendwelche Bäume anschneiden, damit ihr Harz gewinnen könnt. Bäume haben auch schon von alleine hin und wieder mal aus natürlichem Wege oder durch die Forstwirtschaft, wo es dann halt sich nicht vermeiden ließ, kleinere Verletzungen. An diesen sollte Harz austreten. Gerade bei der Fichte ist das relativ häufig zu finden. Da könnt ihr das Harz einfach ein bisschen abkratzen. Lasst ein bisschen was da, weil das Harz natürlich dafür gedacht ist, eben die Wunde zu verschließen. Wenn ihr also sämtliches Harz abkratzt, dass die Wunde wieder offen ist, schadet ihr auch wieder dem Baum. Solltet ihr nicht tun, macht ihr ja auch nicht. Wir sind ja alle Naturfreunde, die wir hier meine Videos anschauen. Zunächst mal eignet sich Harz hervorragend als Feuerstarthilfe. Die Funktion ist dabei so ähnlich wie von Kerzenwachs. Es enthält unter anderem ätherische Öle, die sehr leicht brennbar sind, sehr leicht bei niedrigen Temperaturen schon ausgasen. Was letztendlich brennt, ist nämlich eben dieses Gas, sei es Holzgas in Anführungszeichen. Deshalb ist auch ein Holzvergaser ein sehr effizienter Ofen, weil der halt eben direkt wirklich nur mit dem Gas arbeitet und das Holz als solches wirklich ignoriert. Aber auch beim ganz normalen Holzfeuer, das was brennt, ist das Gas letztendlich, was entweicht und sich in dem Moment, wo es entweicht, auch schon entzündet. So ähnlich ist das wie bei dem Harz auch. Nur enthält das halt sehr flüchtige Bestandteile, die sehr schnell in die Gasphase übergehen und dann sehr leicht und gut entzündlich sind. Das unterstützt also das Anbrennen von einem Feuer und ist damit ein prima Zunder.
Zweite Komponente im Harz neben diesen leicht flüchtigen Bestandteilen sind auch die Harzsäuren, die viele funktionale Gruppen enthalten und relativ lange brennen, weil der chemische Abbau sich vergleichsweise lange hinzieht. Sie schmelzen sehr früh, verbinden sich dann zusätzlich noch mit dem Holz, wenn man noch irgendwelches Holz dabei in Verwendung hat, und fungieren dann quasi als Wachs um einen Kerzendocht, wobei das Holz dann sozusagen der Docht ist und das geschmolzene Harz drumherum so ein bisschen als Kerzenwachs fungiert. Das Gesamtsystem brennt also länger, gleichmäßiger, heißer, ist ein super Zunder. So, dann kann man mit Harz irgendwas einschmieren, was man vor Wasser schützen möchte. Da Harz ein unpolares System ist, chemisch gesehen, ist es extrem wasserabweisend. Also Wasser und Harz verbindet sich nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn ein Wassertropfen auf Harz fällt, der bleibt da nicht mal nennenswert dran kleben. Der wird sofort dran entlang fließen und wieder vom Harz verschwinden, in Anführungszeichen. Also wenn man was eingeharzt hat mit einer dicken Schicht Harz, kann man sehr davon ausgehen, dass es danach wasserdicht ist. Das wurde früher so in ganz, ganz primitiver Form zum Abdichten von irgendwelchen Rissen im Boot oder ähnliches verwendet. Unser eins kann es natürlich auch für solche Zwecke verwenden. Wie funktioniert das? Man macht das Harz ein bisschen warm. Es wird flüssig. Wie gesagt, es hat meistens einen sehr niedrigen Schmelzpunkt. Schon bei 100, 140 Grad, so irgendwas zwischen dem Dreh, wird Harz flüssig. Man bringt es da auf, wo man es haben möchte. Wenn es abkühlt, wird es wieder fest. Und dadurch, dass es immerhin halt eben diese wasserabweisende Eigenschaft hat, kann man damit zum Beispiel einen Riss im Schlauchboot einigermaßen abdichten oder einen Riss in einem beliebigen anderen Boot. Das geht besser, als man denkt. Natürlich darf man auch keine Wunder erwarten. Es ist jetzt kein Drei-Komponenten-Kleber oder keine Ahnung, was es da alles für tolle Dinge gibt in der Kleberindustrie. Wenn man dann sich den optimalen Harzkleber herstellen möchte, dann muss man das Harz in Alkohol auflösen. Es bietet sich natürlich Spiritus an, weil A ist der billig und B hat man den eventuell ohnehin dabei, weil man seinen Spiritusbrenner mit sich rumschleppt und dafür Spiritus dabei hat. Löst man es in Spiritus auf, ist es so lange flüssig und kann irgendwo aufgetragen werden, wo man etwas festkleben möchte, dann halt wirklich explizit als Kleber, gar nicht so sehr nur als Abdichtmasse, sondern wirklich um zwei Dinge miteinander zu verkleben. Besonders Holz lässt sich mit Harzkleber vergleichsweise gut verkleben. Noch besser als alle anderen Hölzer, die ohnehin schon natürlich Harz enthalten, also Nadelhölzer. Geht besonders gut mit Harz zu verbinden, wobei man auch wieder nicht erwarten darf, dass das dann eine so bombenstabile Verbindung wie mit Holzleim gibt. Das Lösen in Alkohol hat den Vorteil, dass der Alkohol nach und nach aus dem Harz-Alkohol-Gemisch verdampft, weil Alkohol ja relativ leicht flüssig ist. Höherprozentig, desto schneller verdampft der und damit wird das Harz immer dickflüssiger, weil immer mehr Alkohol rausgeht und bildet dann irgendwann wieder einen sehr, sehr, sehr festen Klumpen und in dem Moment klebt es natürlich die Materialien, an die es angebracht wurde, relativ gut zusammen. Wenn man nichts Besseres hat, ist Harz sicherlich ein sehr guter Kleber, aber Harz sicherlich ein sehr universelles Material, mit dem man viele schöne Dinge anstellen kann. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, die ich jetzt hier nicht genannt habe, bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir die in die Kommentare schreibt. Oder wenn ihr Erfahrung habt mit Harzklebstoff aus Fichtenharz insbesondere, dann freue ich mich auch sehr, wenn ihr das noch mit mir teilen wollt. Und damit sind wir mehr oder weniger auch am Ende dessen, was man mit der Fichte jetzt als Bushcrafter anfangen kann. Das war jetzt der zweite Baum in meiner Baumwissen für Bushcrafter-Reihe. Bisschen weniger zu Aussehen und Vorkommen und dafür jede Menge Zeug zu, was man damit machen kann. So habt ihr euch das ja ungefähr gewünscht. Hatte ich ja beim ersten Teil nachgefragt. Vielen Dank für das viele Feedback. Und ich hoffe, der hier ist jetzt nicht zu lang geworden. Es wird auch mal zwischendurch kürzere Baumvideos geben, wenn es halt sich halt um einen Baum handelt, mit dem man insgesamt nicht so viel anfangen kann, beziehungsweise die Harzgeschichte. Das gleiche gilt auch für zum Beispiel die Douglasie mit Douglasienharz oder die Kiefer mit Kiefernharz, das übrigens nochmal ein bisschen besser brennt, weil da diese Zusammensetzung von ätherischen Ölen zu Harzsäuren nochmal eine andere ist, aber das sehen wir dann da. Aber jedenfalls nochmal den ganzen Harzkrempel muss ich nicht erzählen. Deshalb werden andere Videos möglicherweise kürzer. Oder ich verweise dann mal drauf. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes was auch immer, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.